Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Wir haben wieder Dienstag 17 Uhr, deswegen heute wieder ein neues Video. Wir machen heute die Gartenarbeiten im Monat Juli und zwar werden wir heute mal ein bisschen sensen im Garten, mal ein bisschen aufräumen und wir holen uns in einem Baumarkt hier hinter uns, wir sagen mal nicht welchen, aber klingt so ähnlich wie OP. Und da werden wir uns jetzt eine Bewässerungsautomatik holen und die mal installieren, denn das spart uns natürlich ordentlich an Zeit und ja. Wir haben auch noch einen PayPal-Code hier hinten liegen. Sieht man das? Ja, da. Damit können die Kunden an unserem Gemüsestand auch mit PayPal bezahlen. Das ist natürlich noch ein bisschen einfacher. Und ja, los geht's. Ja, wir haben uns jetzt für diesen Gardena-Bewässerungscomputer entschieden. Eine 9-Volt-Batterie brauchen wir noch dazu. Die ist nicht enthalten. Ja, und jetzt werden wir das ganze Ding mal installieren. So soll das dann aussehen. Und unten, da können wir sogar noch unser Zweigstück draufsetzen, dass wir vielleicht sogar zwei auf einmal machen können. Ja, und dann gucken wir mal. Ja, wir gucken uns gerade hier so ein Aufbauvideo an, damit wir das auch richtig aufbauen. Hier ist das eine Teil, das ist das andere. Und Batterie haben wir jetzt eingesetzt, hier sind noch Adapter dabei. Oh, weggefallen. Und ja, jetzt da haben wir auch noch eine Anleitung, wir wollten uns eben ein Video dazu angucken, damit wir es auch richtig machen. Ja, und jetzt setzen wir das Teil mal zusammen. So, bisher sieht unsere Bewässerung so aus. Wir haben ein Zweigstück dran, zwei Schläuche, Wasserhahn, ganz einfach. Und jetzt bauen wir das Teil hier ab, bauen uns den Computer dazwischen und probieren dann das Teil da wieder drunter zu setzen. Mal gucken, ob das klappt. Oh, und tatsächlich, es beginnt. Wir haben gerade auf 18:30 soll starten eingegeben. Ja, und jetzt kommt's. Wir müssen hier dringend gießen, ihr seht das. Die Physalis hängt schon runter, aber das System, es funktioniert. Sehr cool. Ja, mit diesem System haben wir uns natürlich eine enorme Erleichterung angeschafft, weil der jetzt jeden Tag morgens 1,5 Stunden den Sprenger laufen lässt. Wir stellen den abends immer passend hin, da wo gesprengt werden soll. Und am nächsten Morgen geht er von 5.30 Uhr bis 7 Uhr automatisch an und sprengt unsere Beete oder unseren Rasen. Das heißt, wir haben mit der Bewässerung jetzt an sich nur noch zu tun, dass wir den richtigen Sprengerplatz auswählen am Abend davor und dann am nächsten Tag geht er halt automatisch dort an. Und ich sag mal, so eine Streuobstwiese braucht ja nicht jeden Tag Wasser. Das heißt, wir können dann auch einfach mal switchen, dass wir einfach einen Tag die eine Beethälfte, einen Tag die andere Beethälfte und dann Streuobstwiese. Und dann wieder von vorne, ich glaube alle 3 Tage, ja, bewässern, das reicht ja. Und das Einzige, was wir dann noch per Hand gießen müssen, sind die 3 Gewächshäuser. Ja, und Freude, gerade beim Gießen gemerkt, die erste Paprika Kira wird orange, das heißt, die ist bald reif. Und wenn wir hier mal rüber gucken, auch da ist die erste rot, sehen wir hier. Und da vorne werden welche orange, da vorne, weiß ich, ob man das genau sieht. Ja, so ein Bewässerungscomputer, der macht schon was her, das erleichtert uns das, weil wir, wie ich gerade gemerkt habe, ja auch 2 Schläuche angeschlossen haben. Das heißt, es läuft einmal ein Sprenger in der Streuobstwiese und im Beet. Das heißt, wir können den im Beet jeden Tag tauschen und Streuobstwiese nicht jeden Tag gießen. Und das ist schon, ja, dann wächst die Streuobstwiese auf jeden Fall. Ich glaube, da müssen wir uns jetzt zwar auf öfter Rasenmähen einstellen, aber lieber öfter Rasenmähen als einen vertrockneten Rasen. Und auch bei den Beeten, ja. Ich glaube, jeden Tag Wasser tut den Pflanzen nicht unbedingt schlecht bei dem Wetter. Heute auch 30 Grad, jetzt ein bisschen bewölkter, aber eben volle Sonne. Deswegen wundert euch nicht wegen der Sonnenbrille. Ja, muss auch mal sein. Erstes Video, glaube ich, von mir mit Sonnenbrille. Jetzt schauen wir uns nochmal an, wie das Ding hier funktioniert. Ja, hier drunter haben wir unser Y-Stück, so heißt es, glaube ich, in der Umgangssprache. Mit 2 Schläuchen dran. Die haben wir auch immer auf offen stehen, also dieses System ist immer offen. Wir regeln jetzt alles über diesen Gardena-Computer. Und ja, man sieht es, glaube ich, so ein bisschen durch. Da unten kann man die Tage auswählen, dann die Zeit, wie viel ja, gesprengt werden soll. Und da oben drüber dann die Startzeit. Also wir haben jetzt ab 5.30 Uhr 1,5 Stunden jeden Tag. Programm 1 ist das, 3 Programme kann man einstellen. Batterie oben ist voll, das sieht man, Wasser läuft auch, hier kann man das Ganze nochmal manuell regeln und das hier ist so zur Regelung, damit kann man auswählen, ja, nein, Uhrzeit weiterdrehen und so weiter und bestätigen und hier kommt das Wasser halt raus, hier müssen wir uns nochmal was überlegen, weil der schon unter Spannung steckt,
Ja. Das regle ich nochmal eben. Ja, und jetzt bauen wir dazu nochmal die Sprenger dran und dann schauen wir uns mal, wie das aussieht. So, nächster Morgen, es ist 5.25 Uhr und ich wollte jetzt mal schauen, ob die automatische Bewässerung auch wirklich angeht. Natürlich wird sie angehen, aber ich schaue mal, ob das auch alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Laut dem Bewässerungscomputer startet das Programm in 4 Minuten für 1,5 Stunden den Sprenger, den haben wir im Streuobst, in der Streuobstwiese stehen. Und ja, jetzt gucken wir mal, ob der gleich angeht. So, und laut meiner Uhr ist es jetzt 5.30 Uhr und der Rasensprenger müsste jederzeit jetzt angehen. Oh, tatsächlich. Läuft. Uhr, also einige Stunden später und ich bin wieder im Garten. Heute Morgen ist 1,5 Stunden die Bewässerung gelaufen. Ja, und weil wir jetzt gerade hier sind und es heute einfach so unglaublich warm ist und über 30 Grad, lassen wir den Sprenger jetzt nochmal laufen. Der Rasen, ihr seht es ja auch, ist momentan sehr verbrannt. Und bis wir den wieder grün haben, werden wir auf jeden Fall täglich ein- bis zweimal gießen. Und ja, dann schauen wir mal, welchen Rhythmus wir beibehalten. Und ja, jetzt machen wir noch ein bisschen sauber hier im Garten. Ja, und das ist das Gerät, was wir hier seit einem Jahr, seitdem wir den neuen Garten hier haben, im Einsatz haben. Es hat sich auch schon gelohnt. Wie man sieht, hat es auch schon einige Gebrauchsspuren. Gut ein Jahr haben wir das jetzt genutzt und heute erkläre ich euch mal ein bisschen, wie es funktioniert und zeige euch das mal eben. Und zwar ist das von Alco, das Gerät BC330B, so eine Motorsense, ganz einfach mit Benzin betrieben. Man kann hier einmal die Standardschnuren ansetzen und ein Messer. Dann gibt es dazu einen Tragegriff und das ist eigentlich so das Gröbste vom Aufbau. Wir können uns das Ding ja gleich mal angucken, wie es läuft und schneidet, aber es ist auf jeden Fall sehr gut. Ja, es ist momentan einfach zu warm, also viel machen wir heute nicht mehr. Wir haben jetzt mal ein bisschen die Ränder gesenzt. Den Rest werden wir eigentlich immer mit dem Rasenmäher machen. Aber ihr seht das ja, rundherum ist hier so eine Wallhecke entlang. Und da kommen wir mit dem Rasenmäher nicht richtig drunter. Da feinern wir dann nochmal mit der Motorsense nach. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen von den Gartenarbeiten im Juli. Automatische Bewässerung und die Motorsense von Alco. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung, dort verlinke ich euch die mal. Und danke an Alco fürs Sponsoring. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Hier kommt ihr zum nächsten Video, hier könnt ihr mich jetzt abonnieren. Bis demnächst, alles Gute und ciao. Und denkt dran, immer Dienstag 17 Uhr jetzt ein neues Video von mir.